Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit mir, dem Simon. Und ich zeige euch heute ein Spiel, wo man denkt, das ist für Kinder, aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht. Ihr seht es schon im Titel. Mickey's Wild Adventure. Ist wirklich nichts für Kinder. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil das ist total schwer. Ich habe das nicht durchgekriegt. Ich hänge irgendwie im vorletzten Level fest. Naja, seht selbst. Bis gleich. Ja, wir steuern Mickey Mouse durch seine epische Reise auf der Suche nach sich selbst, denn wir spielen halt Mickey und durchleben alles, was er so erlebt hat in den letzten, ja, fast 100 Jahren sind das ja schon. Also die Anfänge von Mickey Mouse, den ersten Film spielen wir dann zum Beispiel nach, da sind wir dann auch schwarz-weiß, dann wird das langsam alles farbig und ja, mit den Leveln wandert man halt sozusagen immer näher ins Jetzt. Bis dann halt das letzte Level kommt und das ist dann halt irgendein Level von 1990, glaube ich, war das. 1996, irgendwie so. Und ja, das ist eigentlich die Story, die sich da ja so zusammenbaut. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Eine wirkliche Story oder eine Handlung, der man folgt, gibt es halt nicht. Außer halt dieses, dass man durch die Zeit reist und die Geschichte von Mickey neu erlebt oder aus einem anderen Blickwinkel mal erlebt. Das ganze Spiel ist eigentlich ein klassischer Jump'n'Run. Wir können halt wirklich nur laufen, springen und Glasmurmeln schmeißen, die wir vorher natürlich einsammeln müssen. Und ansonsten läuft man halt praktisch von links nach rechts die ganze Zeit. Außer in manchen Leveln muss man natürlich auch von oben nach unten laufen. Zwischendurch gibt es auch ein paar Aktionen, wo man dann mit so einer, ja, wie sage ich das einfach mal, so einer Art Minenkarre durch die Gegend fährt. Kennt man vielleicht noch aus Donkey Kong. Und ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Also, ich denke mal, ich lasse hier eher mal Bilder sprechen. Zwischendurch gibt es ja halt auch noch Rätsel, das kann ich euch noch sagen, aber die sind alle Pipifax eierleicht. Die kriegt mein 9-jähriger Bruder ohne Probleme hin, aber ich meine, das Spiel ist ja auch für Kinder. Aber was bei diesem Spiel wirklich enorm auffällt und ins Gewicht schlägt, ist der Schwierigkeitsgrad, der wirklich unmenschlich schwer ist. Es ist zum Teil so schwer gewesen, dass ich mit meinem PlayStation-Emulator Save Staten musste. Weil sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ich wäre sonst 20 Mal Game Over gegangen. Also das Spiel ist wirklich richtig, richtig saumäßig schwer. Und wenn man Bock auf sowas hat, dann ist das wirklich ein gutes Spiel. Weil als Jump'n'Run macht es eigentlich keine Fehler außer halt der Schwierigkeitsgrad. Und dass man hin und wieder nicht weiß, was man machen soll, aber das sind so vereinzelte kleine Punkte. Man trifft ansonsten auf viele interessante Gegner, die auch alle unterschiedlich sind, durchwandert unterschiedliche Settings, hat zwischendurch immer so kleine Minispiele, wo man auch vor Gegnern, sage ich mal, wegrennen muss oder Reaktionsspiele. Und das Spiel ist wirklich vollgepackt mit mini-kleinen Spielen. Das Einzige, was noch vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, ist die Durchspielzeit. Die beträgt lediglich, ich denke, so 2 Stunden, wenn man normal gut ist, sag ich mal. Und nicht 20 Mal neu anfangen muss. Ja, und das war's eigentlich schon mit dem Gameplay-Teil hier. Ich schmeiße noch ein paar Videos hinterher und ihr könnt euch das dann angucken. Das Spiel ist sehr schön gezeichnet, auf jeden Fall das, was gezeichnet ist. Ich habe so das Gefühl, ein Teil davon ist gezeichnet, der Rest ist halt normal computeranimiert. Und die gezeichneten Sachen sehen wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig hübsch aus. Es kommt einem manchmal vor, als würde man wirklich in so einem Disney-Film sein. Das ist echt ruhig. Und ist wirklich alles auch, wie soll ich sagen, die Settings sind halt unterschiedlich genug, dass man nicht wirklich eine Langeweile kriegt vom Aussehen her. Also jedes Level sieht irgendwie anders aus und auch die Gegner, die wechseln ja dann im Laufe des Spiels und es wird halt immer Abwechslung geboten im optischen Bereich und das ist absolut super. Der Soundtrack, den man in dem Video hier leider nicht hören kann, der ist auch sehr unterhaltsam, also die Soundtracks sind ja mehrere, sind sehr unterhaltsam, schön anzuhören, wie man es halt von Disney-Kram kennt, wenn man jetzt mal nicht von irgendwelchen
naja, Neuveröffentlichung redet, sage ich mal. Aber auf jeden Fall Technik, alles super. Kann man bedienen, kann man sehen, kann man hören. Ja, wie gesagt, alles prima. Ja, also Zeit fürs Fazit. Ich würde einfach mal sagen, wenn ich Kinder hätte, würde ich denen erlauben, dieses Spiel zu spielen. Das ist nicht irgendwie gewaltvoll, gemein oder sonst was. Na, gemein ist es ohne Ende, dieser Schwierigkeitsgrad, der ist einfach so gemein. Aber vom Spiel her ist das nicht gemein. Also man hat die volle Kontrolle, es läuft alles super. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich großartig sagen soll. Das Spiel ist wirklich top. Es gehört definitiv zu den schwereren PlayStation-Spielen, aber auch definitiv zu den PlayStation-Spielen, die einen Haufen Spaß machen. Es ist auch eins der besten Jump'n'Runs, die ich so in meinem Leben gespielt habe, und das hat mich eigentlich ziemlich gewundert, weil wenn man den Namen so Disney hört, dann denkt man ja als erstes natürlich an irgendwelche komischen Filme und irgendwelche Kinderkackspiele, die alle keinen Spaß machen. Meine Erfahrung auf jeden Fall. Aber Mickey's Wild Adventure ist wirklich, wirklich richtig, richtig toll. Ich empfehle es euch. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ja, und tschu. Skeletons!